da ist die Niki Hosp und ich habe heute für ein paar Tipps zum Aufwärmen fürs Mountainbiken und danach beim Mountainbiken. Es ist ja doch sehr wichtig, dass man speziell im oberen Bereich immer gut aufwärmt. Das heißt, dass man mal den Kopf gut dehnen, gut nach vorne ziehen, damit die Muskulatur gut gestreckt wird. Das ist natürlich auf beiden Seiten und alles ein bisschen länger, ungefähr so 20 Sekunden. Genauso das Schulterkreisen nach vorne und nach hinten. Da machen wir jeweils 15 Wiederholungen, 2 bis 3 Serien, dass der obere Schulterbereich sehr gut aufgewärmt ist. Weil durch das ganze Rütteln braucht man da eine gute, gestärkte, erwärmte Muskulatur. Genauso die Handgelenke, die können wir durch solche Dehnungsübungen sehr gut ein bisschen vorbereiten aufs Fahren. Für die Oberschenkel braucht man gar nicht viel dehnen. Mein Tipp dazu ist der, dass man einfach, wenn man startet, die ersten 10 bis 15 Minuten ganz gemütlich losradelt, damit die Muskulatur warm ist, der Herzmuskel warm ist, dann steht einem tollen Biketag nichts im Wege. Und nach dem Biken ist dann natürlich dann wieder genauso wichtig, dass man wieder den Kopf ein bisschen aufdehnen, die Nackenmuskulatur aufdehnen. Die zweite Hand zieht vielleicht ein bisschen nach unten, damit wir das Dehnen ein bisschen verstärken können. Genauso natürlich die zweite Seite. Dann genauso den Oberarmbereich. Wir kreuzen den Arm, ziehen den anderen ein bisschen rüber. Auch die zweite Seite darf man nie vergessen. Oder genauso so den Trizeps, den was wir so dehnen können. Und ganz wichtig, nach dem Radeln natürlich die Oberschenkelmuskulatur. Können wir uns genau bei unserem Bike ranheben und dehnen den klassischen vorderen Oberschenkel. Und ich zeige jetzt mit dem zweiten Fuß noch für den hinteren Oberschenkel, der was immer sehr wichtig ist, den man dehnen muss. Einfach das Bein auf den Sattel legen und nach vorne gut reinstretchen. Und die Übungen halten wir immer so 20 bis 25 Sekunden auf jeder Seite und 2 bis 3 Serien. Dann ist man nach dem Radeln gut gelockert. Viel Spaß! Einfach klar. Helvetia.